Wir alle lieben unsere Katzen. Aber hast du jemals das Gefühl gehabt, dass deine Katze deine Zuneigung nicht so erwidert, wie du es dir wünschst? Falls ja, bist du nicht allein. Katzen sind faszinierende, aber oft auch schwer zu durchschauende Tiere. Ihr Verhalten kann uns Menschen leicht verwirren und dazu führen, dass wir uns fragen, ob sie uns wirklich mögen. In diesem Video schauen wir uns 5 Anzeichen an, die möglicherweise darauf hindeuten, dass deine Katze dich nicht so liebt, wie du es hoffst. Doch keine Sorge, das Ziel dieses Videos ist es, dir zu helfen, das Verhalten deiner Katze besser zu verstehen und eine stärkere Bindung zu ihr aufzubauen. Nummer 1. Vermeiden von Augenkontakt. Katzen nutzen ihre Augen auf ganz besondere Weise, um mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Wenn deine Katze dir tief in die Augen schaut und den Blick hält, ist das ein starkes Zeichen von Vertrauen und Zuneigung. Ein typischer Ausdruck dieses Vertrauens ist das sogenannte langsame Blinzeln, bei dem die Katze die Augen sanft schließt, als ob sie träumen würde. Es wird oft als eine Art Katzenkuss interpretiert. Doch was bedeutet es, wenn deine Katze den Blickkontakt absichtlich vermeidet? Oder sogar den Raum verlässt, wenn du versuchst, Augenkontakt herzustellen. Das könnte darauf hindeuten, dass sie sich in deiner Gegenwart nicht ganz wohl fühlt oder dir vielleicht sogar misstraut. Dieses Verhalten ist nicht zwangsläufig ein Ausdruck von Ablehnung, sondern eher ein Signal dafür, dass noch nicht genügend Vertrauen aufgebaut wurde. Achte auf ihre Körpersprache und versuche, ihr Sicherheit zu geben, indem du ruhig und geduldig auf sie zugehst. Wir bei Tiergeschichten lieben Katzen, wie ihr wisst. Wenn ihr Katzen zu Hause habt und wollt, dass sie lange gesund bleiben, dann solltet ihr unbedingt bei The Better Cat vorbeischauen. The Better Cat entwickelt präventive Katzennahrung in höchster Qualität. Prä- und Probiotika für eine langfristig gesunde Verdauung und Superfoods, um typischen Katzenkrankheiten vorzubeugen. Auf billige Füllstoffe wie Getreide und Zucker wird natürlich vollkommen verzichtet. Mit dem Code TG20 kannst du 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Gehe jetzt auf www.thebettercat.com. Nummer 2. Zuckender oder peitschender Schwanz. Der Schwanz einer Katze ist ein hervorragendes Kommunikationswerkzeug. Ein erhobener Schwanz, der leicht nach vorne gebogen ist, signalisiert Freude und Selbstvertrauen. Ein gutes Zeichen, dass deine Katze sich in deiner Nähe wohlfühlt. Doch wenn der Schwanz plötzlich zuckt oder peitschende Bewegungen macht, ist Vorsicht geboten. Anders als bei Hunden, deren Schwanzwedeln meist auf Freude hindeutet, signalisiert ein zuckender Katzenschwanz Unmut, Nervosität oder sogar Ärger. Dieses Verhalten kann auftreten, wenn du versuchst, deine Katze zu streicheln, während sie lieber ihre Ruhe haben möchte oder wenn sie sich in einer Situation unwohl fühlt. Achte also genau auf ihren Schwanz, um ihre Stimmung besser zu deuten. Wenn er stark zuckt, lass sie lieber in Ruhe, um zu verhindern, dass sie sich bedroht oder gestresst fühlt. Nummer 3. Übermäßige Fellpflege. Sich zu putzen ist für Katzen ganz natürlich und Teil ihrer täglichen Hygiene. Doch wenn das Putzen übermäßig wird, bis hin zu kahlen Stellen oder Hautreizungen, ist dies ein ernstes Warnsignal. Exzessives Putzen ist oft ein Anzeichen von Stress oder Unbehagen. Katzen nutzen das Putzen als eine Art Selbstberuhigung, besonders wenn sie sich ängstlich oder gestresst fühlen. Dies kann durch Veränderungen in ihrer Umgebung ausgelöst werden, wie zum Beispiel ein neues Familienmitglied, ein Umzug oder auch nur ein neuer Geruch im Haushalt. Überprüfe außerdem, ob gesundheitliche Probleme wie Hautinfektionen, Allergien oder Parasiten vorliegen, die dieses Verhalten auslösen könnten. Wenn keine physischen Ursachen zu finden sind, solltest du dir überlegen, ob es emotionale oder psychische Stressfaktoren gibt, die deine Katze belasten könnten. Nummer 4. Übermäßiges Kratzen. Kratzen gehört zu den natürlichen Verhaltensweisen von Katzen. Es dient dazu, ihre Krallen zu pflegen, die äußeren Schichten der Krallen zu entfernen und ihr Revier zu markieren, da ihre Pfoten Duftdrüsen besitzen. Doch wenn deine Katze plötzlich viel häufiger kratzt als sonst oder neue Bereiche ins Visier nimmt, kann das ein Zeichen von Stress, Langeweile oder sogar Angst sein.
Katzen sind sehr sensible Tiere, die stark auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren. Ein neues Haustier, ein Umzug oder auch nur eine Umstellung der Möbel können sie aus der Bahn werfen. Übermäßiges Kratzen kann eine Möglichkeit sein, mit dieser inneren Anspannung umzugehen. Stelle sicher, dass sie genügend Kratzmöglichkeiten hat und versuche, stressige Veränderungen so sanft wie möglich zu gestalten. Wenn das Verhalten anhält, könnte es hilfreich sein, einen Tierarzt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass keine gesundheitlichen Probleme vorliegen. Nummer 5. Probleme mit dem Katzenklo. Katzen sind von Natur aus sehr reinliche Tiere. Sie benutzen ihr Katzenklo meist zuverlässig. Und wenn dies plötzlich nicht mehr der Fall ist, sollte man genauer hinsehen. Wenn deine Katze anfängt, ihr Geschäft außerhalb des Katzenklos zu verrichten, könnte das ein Zeichen von Unbehagen, Stress oder sogar Krankheit sein. Mögliche Ursachen könnten ein neues Haustier, ein Umzug oder Veränderungen im Haushalt sein, die deine Katze verunsichern. Aber auch gesundheitliche Probleme wie Harnwegsinfektionen oder andere Beschwerden können dazu führen, dass sie das Katzenklo meidet. In einer wissenschaftlichen Studie wurde festgestellt, dass gestresste Katzen häufiger Probleme mit dem Katzenklo haben, besonders wenn sie sich unwohl in ihrem Territorium fühlen. Achte darauf, ob es in letzter Zeit Veränderungen in ihrem Umfeld gab und überprüfe, ob das Katzenklo sauber und an einem ruhigen Ort platziert ist. Falls das Verhalten anhält, könnte ein Besuch beim Tierarzt notwendig sein. Was bedeuten all diese Zeichen? Es ist wichtig zu verstehen, dass Katzen sehr feinfühlig sind und ihr Verhalten oft eine Reaktion auf ihre Umgebung ist. Wenn du eines oder mehrere dieser Anzeichen bei deiner Katze bemerkst, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie dich nicht mag. Vielmehr könnte es darauf hindeuten, dass sie sich in ihrer aktuellen Situation unwohl fühlt. Du bist ein wichtiger Teil ihrer Umgebung und indem du ihr Umfeld weniger stressig und angenehmer gestaltest, kannst du ihr helfen, sich wohler zu fühlen und vielleicht wirst du merken, dass sie ihre Zuneigung auf ihre eigene Art mehr zeigt. Danke, dass du zugeschaut hast. Indem du dich um die emotionalen Bedürfnisse deiner Katze kümmerst, wirst du ihre Zuneigung gewinnen und eine noch tiefere Bindung zu ihr aufbauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Tipps und Tricks rund um das Leben mit Katzen erfahren möchtet, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine neuen Inhalte und bleibt immer auf dem Laufenden, wie ihr das Zusammenleben mit eurer Katze noch harmonischer gestalten könnt. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, bleibt katzenstark und bis zum nächsten Video. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.